Ein Grünhopfenpilz aus Franken. Welche Brauerei sowas macht, könnt ihr euch vermutlich denken. Ich verrate es euch aber trotzdem erst, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Bier aus der Reihe Fränkische Bierkultur hier bei ProbierTV. Und ja, wenn ihr mein Grinsen im Gesicht seht und den Anmoderation in der Pre-Roll schon gesehen habt, dann könnt ihr euch so ein bisschen denken, um welche Brauerei es geht. Ich bin wieder mal sehr gespannt. Es ist ein weiteres Bier aus der Brauerei Kundmüller bzw. den Weyerer Bieren. Und da steht heute das Grünhopfenpilz auf dem Programm. Und das ist wie viele Biere aus der Brauerei Kundmüller. Hoffentlich mal wieder sowas, wo ich sage, hey, Grünhopfenpilz, naja, das klingt erstmal sehr einfach. Und wenn man sich dann eingeschenkt hat, sind diese Weyerer Biere alle so, dass man sagt, aha, das ist der besondere Weyerer Twist. Und ich lese euch mal die tatsächlich unspannenden Daten vor. 4,9 Volumenprozent Alkohol, 11 Grad Plato. Und es ist nur Pilsener Malz drin, Spalter Select und Spalter Perle als Hopfen verwendet. So weit, so unspektakulär. Ich weiß aber, da wird irgendwas passieren in diesem Bier und ich bin jetzt schon tatsächlich sehr gespannt, was das sein wird. Seit 2014 wird eigener Hopfen angebaut. Aha. Jedes Jahr Ende des Sommers, wenn die Dolden erntereif sind, werden sie von Hand gepflückt und direkt verwendet. Das naturtrübe Weyerer Grünhopfenpilz besticht durch seinen feinen, grasig-grünen Noten. Dazu eine schöne, aber nicht so starke, ausgeprägte Bittere mit fränkischem Pilzcharme. Nicht nur für Hopfenliebhaber. Was jetzt zu beweisen wäre. Ich würde sagen, nach einem kurzen Blick noch auf die Weyerer Bottle Cap schauen wir uns das Ganze im Glas an. Denn, wie heißt es schon im Fußball, wichtig ist auf dem Platz. Und wichtig ist im Glas, in dem Fall. Und das klingt immer so voreingenommen, wenn ich sage, die Weyerer Biere haben mich dann noch nie enttäuscht. Aber es war tatsächlich so, bislang. Eine schöne, leicht getrübte, goldene Farbe, mittlerer, stabiler Schaum, zumindest im Augenblick schaut er aus, haftet auch schön am Glas. Viel Kohlensäure, sichtbar, das sind wie gesagt anderthalb Finger ungefähr. Und da ist es schon, da ist es schon. Wo kommt diese Zitronenschale her? Also das ist erstmal super frisch, super blumig, super floral, aber da ist so Ding. Da ist so eine richtig schön kräftige Zitrusschalennote drin. Bisschen würzig vielleicht auch. Leichte Süße, wenig getreidig. Also erstmal schon eine Nase, wo ich sage, hä? Okay. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber ich lasse mich ja bei den Weyerer Bieren auf alles ein. Riecht in jedem Fall richtig geil. Ja, in diesem Sinne, cheers. Ja, jetzt ist wieder alles beim Alten. Es fängt sehr leicht an, hat eine dezente Süße. Tatsächlich, die Zitronenschale ist auch mit dabei. Jetzt nicht mehr ganz so präsent, wie es im Aroma war. Da war das schon sehr vordergründig. Das insofern passt eher ganz gut dazu. Leichte getreidige Noten. Grasiger Hopfen. Der nicht zu bitter daherkommt. Jetzt würde mich tatsächlich auch ein bisschen die Bittereinheiten bei diesem Bier interessieren. Glaubst du, ich brauche sich hinter einem ganz normalen Pilz, brauche sich sicher nicht zu verstecken, aber es ist jetzt auch kein super bitteres Pilz. Es lebt eher von dieser floralen, getreidigen Note und wie gesagt, in der Bittere eher moderat gehalten. Schlanker, bis tendenziell eher mittlerer Körper. Kohlensäure auch ein bisschen zurückhaltender, nicht so ganz extrem wie bei einem klassischen Pilzbier. Aber ist auch von der Textur her sehr sanft gehalten. Und es lebt eben von diesem bisschen geheimnisvollen, besonderen, was dieses Bier um sich macht.
insgesamt total balanciert, dieses Bier. Wie stand es da? Mit nicht so stark ausgeprägter Bittere, mit fränkischem Pilzcharme, nicht nur für Hopfenliebhaber. Und ich glaube, genau, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber genau das ist es an der Stelle. Die Bittere überpowert nicht, sondern ist zu jedem Zeitpunkt sehr schön kontrolliert und angenehm und hat aber tatsächlich mit dieser Zitrusnote einen gewissen Twist drin, hat auch mit diesen leicht würzigen Noten etwas vielleicht eher ein bisschen Pilzuntypisches und dass es eben nicht so clean, so knackig ist, wobei das Pilz auf jeden Fall stilistisch natürlich gut erkennbar ist und auch perfekt rauskommt. Finde, es ist ein tolles Bier und deshalb gibt es wieder wohlverdiente für das Grünhopfenpilz von Weyre gibt es wohlverdiente 4 von 5 möglichen Punkten für das Grünhopfenpilz aus der Brauerei Kundmüller und ich merke, wie überfällig langsam mein Besuch in Franken ist und ich, wie gesagt, verspreche, wenn die Gegebenheiten im Augenblick, die Reisegegebenheiten etwas andere sind, dann mache ich mich mal auf den Weg und schaue mir das Ganze vor Ort an. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr eure Erfahrungen mit Grünhopfenpilz mir mitteilt. Ich habe selber schon mal mitgearbeitet an einem Grünhopfenpilz, war in Bend in Oregon, bin da um 7 Uhr früh aufgewacht und mit einem Kaffee bewaffnet auf der Brauerei aufgeschlagen und dann ging es los und wir haben tatsächlich den ganzen Vormittag Hopfen gezupft, abends ein schönes Barbecue gehabt und es ist ein tolles Event, wenn die Brauereien das auch so ein bisschen für ihre Kunden machen, das war damals so und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, sowas zu machen, nehmt euch Handschuhe mit, die Finger sind ansonsten für die nächsten 14 Tage grün, aber macht, wie gesagt, riesen viel Spaß und die Gaudi nebenbei in einer Brauerei ist sicher immer ganz witzig, weil Bier ist nicht fern. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr da unten noch ein Abo da lasst, beziehungsweise es im Abspann anklickt und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.